أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar geht es weiter mit einer kurzen Wiederholung des letzten Vortrags, der leider ja nicht aufgenommen wurde. Und zwar haben wir gesagt, die Station des Geschmacks. Und er meinte damit, also Ibn al-Qayyim rahimahullah, meinte damit den Geschmack des Glaubens. Und er erwähnte den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Geschmack des Glaubens findet jener, der zufrieden ist mit Allah als Herrn, mit dem Islam als Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandten. Und interessant ist der Vergleich hier mit den Fragen, die einem Menschen gestellt werden im Grab. Sobald der Mensch beerdigt wird, kommen zu ihm die beiden Engel, Munkar und Nakir, und fragen ihn, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet. Und derjenige, der diese Fragen bereits im Leben beantwortet hat, praktisch, der wird das Resümee seines Lebens im Grab vortragen und sagen, mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eigentlich werden Antworten immer nach den Fragen gegeben. Ja, zuerst wirst du gefragt, dann wirst du antworten. Aber in diesem Fall antwortest du zuerst dein ganzes Leben und du wirst gefragt im Grab. Dann kannst du nicht mehr antworten im Sinne von, also im Sinne davon, dass du die Antwort beginnst zu geben. Denn die Zeit ist vorbei des Antwortens. Sondern dann wirst du nur noch deine Antwort zusammenfassen. Das heißt, wer nicht so lebt, dass Allah sein Herr ist, der wird im Grab sagen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird dann sagen, ich weiß es nicht. Und über die Frage der Religion wird er sagen, ich weiß es nicht. Und über Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird er sagen, ich weiß es nicht. Aber ich wusste doch die Antworten, habe sie doch auswendig gelernt. Ja, es geht ja nicht ums Auswendiglernen. Es ist ja kein Lippenbekenntnis, sondern es ist eine Lebensweise. Der zufrieden ist mit Allah als Herrn, also als Souverän. Also als jemand, der das Sagen hat. Wer in deinem Leben hat das Sagen? Ist es deine Neigung? Ist es die Clique? Wer ist es, der dir sagt, was gut und schlecht ist? Nach welchem Maßstab lebst du? Wenn es nicht Allah ist, dann wirst du im Grab auch nicht diese Antwort geben können. Was ist deine Religion? Nach welcher Lebensweise lebst du? Wie kaufst du? Wie verkaufst du? Wie heiratest du? Wie kleidest du dich? Wie isst du? Wie trinkst du? Wie wachst du auf? Wie schläfst du ein? Wenn es nicht so ist wie der Islam, dann wirst du auch nicht im Grab sagen, der Islam ist meine Religion. Und nach welchem Vorbild lebst du? Wer ist dein Vorbild? Ist es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dann wirst du im Grab sagen, mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn aber dein Vorbild ein anderer ist, irgendein Philosoph, irgendein Journalist, irgendein Sportler, irgendein Politiker, irgendein Denker. Und du lebst nach seinem Vorbild. Du willst eine Kopie sein von ihm. Leider gibt es solche Leute. Ob bei den Jugendlichen oder bei den Älteren. Ja, bei den Älteren, da nehmen sie sich einige Schriftsteller oder Denker. Aber es gibt Leute, die fühlen sich zum Beispiel dem Kommunismus nahe. Die wollen dann aussehen wie Marx und Engels, ja, du denkst, Masha'Allah, und schöner Bart, Sunna. Nein, die Kommunisten haben einen Bart getragen,
Zum Beispiel, ja. Das heißt, sowas gibt es auch. Oder zum Beispiel eine Berufsgruppe hat einen bestimmten Aussehen, deswegen wollen sie auch so aussehen. Ja? Manager haben eine bestimmte Gestalt, Kaufleute haben eine bestimmte Gestalt, deswegen will er so aussehen. Warum? Selbst wenn er gar nicht zu dieser Berufsgruppe gehört, aber er denkt sich das Prestige, wenn ich so aussehe, schöne Sakko und so weiter und so fort. Es geht mir jetzt nicht darum, ob du so dich anziehen darfst oder nicht. Es geht um die Absicht hinter dieser Kleidung. Nicht die Kleidung an sich. Es geht mir um die Absicht hinter dieser Kleidung. Die Absicht hinter einem Bart. Die Absicht hinter dieser oder jener Lebensweise. Ist es Allah subhanahu wa ta'ala? Oder ist es eben die Dunya? Und deswegen ist die Frage, wer ist dein Prophet? Mit anderen Worten, wer ist dein Vorbild? Nach welchem Charakter lebst du? Es reicht nämlich nicht aus, wenn du betest und fastest, aber nicht den Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam hast. Ihr kennt die Geschichte von der einen Frau, die hat viel gebetet, viel gefastet, aber sie hat jenen beleidigt und jenen verspottet, und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie ist in der Hölle. Und auf der anderen Seite sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man erreicht mit gutem Charakter die Stufen der Betenden und Fastenden. Das heißt natürlich nicht, jemand, der betet nie, wird diese Stufen erreichen, sondern jemand, der macht seine Pflichten, aber jetzt nicht viel mehr an freiwilligen Taten, der wird aber diese Stufe erreichen. Also Zufriedenheit bedeutet, dass du das umsetzt. Dann wirst du den Geschmack des Glaubens empfinden. Und der andere wichtige Hadith lautet, wer drei Aspekte verinnerlicht oder bei dem drei Aspekte vorhanden sind, der wird die Süße des Glaubens kosten. Also hat der Geschmack des Glaubens einen süßen Geschmack. Erstens, dass Allah und sein Gesandter dir lieber sind als alles andere. Zweitens, dass du den Menschen magst nur für Allah, aus keinem anderen Grund. Also es gibt keinen Nutzen. Und drittens, dass du es verabscheust, in den Unglauben zu fallen, so wie man es verabscheut, in die Hölle oder ins Feuer geworfen zu werden. Das sind also Indikatoren dafür, dass du den Glauben schmeckst und kostest und genießt. Wenn du etwas genießt, dann sagst du dir, das ist das Beste, was es gibt. Überleg dir einen Genuss, den du magst. Einige mögen es zu reisen, zum Beispiel. Die sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Immer irgendwo auf Achse sein, irgendwo Urlaub. Das ist das Schönste, was es gibt. Dann wirst du auch automatisch, wenn das dein Hobby ist und wenn das dein Genuss ist, alle Menschen lieben, die genau das gleiche Hobby haben. Automatisch. Du magst, sie gehen auch, machen auch Bergsteigen. Oh, das ist gut. Und so. Wie ist es eigentlich? Und dann redet man die ganze Zeit über Bergsteigen. Oder Schwimmen. Oder Allahu alim irgendwas. Warum? Gleiches Interesse. Das ist automatisch. Wenn du deinen Bruder siehst, der sagt, La ilaha illallah, mashallah, La ilaha illallah, sagst du, Allahu akbar. Weißt du, Allah, Azza wa Jal, der Schöne, hast du auch schon mal den anderen Namen gehört? Samad? Oh, Samad habe ich gestern schon gelesen. Der redet die ganze Zeit über Allah, weil er diese Süße, diesen Geschmack empfindet. Und dann wird man natürlich auch verabscheuen, das zu verlassen. Stell dir mal vor, jemanden Bergsteiger, dem wirst du sagen, hör mal zu, es hört jetzt auf mit Bergsteigen. Der kriegt eine Verletzung, der kriegt dann Depression. Ich kann nicht mehr bergsteigen. Ich kann nicht mehr auf Himalaya. Die Zugspitze, ich habe die Zugspitze was? Nee. La ilaha illallah. Macht man ein bisschen Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vermisst, das Wort hat gefehlt. Seht ihr, Allahumma salli ala Nabi und... Nein, ich habe es vermisst. Und der andere, der wird dir sagen, oh Gott bewahre, dass ich auch so eine Verletzung bekomme und dann nicht bergsteigen kann oder nicht mehr schwimmen kann.
Er sagt, uiuiui, das wäre das Schlimmste, was mir passiert, dass ich nicht mehr schwimmen darf im Meer. Der verabscheut sein Hobby zu vernachlässigen, so wie wenn er ins Feuer geworfen werden würde. Der Muslim, wie ich darf nicht mehr beten, a'udhu billah, was die Moscheen machen, dicht, ja Rabbi, bitte bewahre. Warum? Es schmeckt. Es ist fantastisch. Es ist köstlich, dieser Genuss. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte unter anderem die Aussage, dass die Tabi'in und so weiter sagten, wenn die Könige wüssten, in welchem Genuss wir uns befinden, würden sie uns bekämpfen, um es uns wegzunehmen, um selbst diesen Genuss zu empfinden. Welchen Genuss meinen Sie? Den Genuss der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Wann empfinde ich diesen Genuss? Wenn mein Herz gesäubert wird. Wenn mein Herz gesäubert wird. Eine Kleidung, die verunreinigt ist, voller Schweiß, voller Schmutz. Wenn du dann Parfüm drauf machst, genießt du das? Ach, riecht herrlich. Oder wirst du sagen, Junge, was ist denn das? Der Schweiß ist ja viel stärker und diese Unreinheit und wie sieht es überhaupt aus hier und so weiter. Ja? Das heißt, du musst erst beseitigen, erst reinigen, dann aneignen. Und das ist ein Prinzip im Islam. Tachliya und Tahliya. Die Beseitigung und Aneignung. La ilaha, es gibt keinen Gott. Beseitigung erstmal. Aller falscher Götter aus deinem Herzen, die müssen alle raus. Und dann den reinen Glauben tanken. Illallah. Und deswegen, das hat schon mal erwähnt, Ibn Taymiyyah rahimahullah wurde gefragt, sollen wir denn mehr Allah um Vergebung bitten oder mehr Allah preisen? Beides ist gut. Er sagte, dieses Gleichnis, was ich euch erwähnt habe, legst du dein Parfüm an, bevor du dein Kleid reinigst oder danach? Erst danach. Also werde ich den Genuss erst empfinden, wenn ich sauber bin. Also muss ich mich reinigen, wie denn? Durch Ibadah. Subhanallah. Ibadah ist ein Reinigungsmittel und ein Duftmittel. So wie die Waschmittel heutzutage. Ja? Du, das reinigt und da ist noch Duft dabei. Das bedeutet, durch die Ibadah wirst du den Glauben schmecken. Ohne Ibadah geht es nicht. Und deswegen die Frage, wie sieht es mit den Segenswünschen aus? Heute ist Freitag. Bei wie vielen Minuten sind wir angekommen? 15, mashallah, Allah ibarak. Möge Allah dich stärken. Und wird es mehr oder bleibt es oder wird es weniger? Bei wem wird es mehr? Bei wem ist es gleich? Bei wem wird es weniger? Möge Allah uns stärken. Deswegen, barakallahu fikum, liebe Geschwister, das ist ein Riesenproblem bei uns. Wir wollen den Glauben schmecken, ohne was zu tun. Dieses Beispiel hatte ich auch schon mal erwähnt, wie die Gelehrten es erwähnen. Du kannst immer wieder mal, bekommst du was zum Ausprobieren, ob beim Gemüsehändler, beim Bäcker, kriegst du ein, ja, bitteschön hier eine Olive, eine Dattel. Und du schmeckst es, die Dattel, oh, ist richtig süß. Darf ich mal ein Kilo probieren? Jeder Händler sagt dir, jetzt musst du bezahlen. Eine Dattel, zwei Datteln, bitteschön, nimm drei zum Probieren. Aber ein Kilo gibt es nicht zum Probieren. Und so ist es. Wir wissen, Iman schmeckt. Weiß das hier jemand hier nicht? Jeder hat es probiert. Du hast La ilaha illallah gesagt. Du hast gesagt, ja Rabbi, ich bin wieder da, nachdem ich leider die falsche Ausfahrt genommen habe, aber ich bin wieder da. Probier mal Iman. Aber was sagen wir jetzt? Darf ich noch die nächsten 10 Jahre probieren? So geht das nicht. Jetzt musst du bezahlen. Wie bezahlen? Mit Ibadah. Indem du mehr Koran liest. Und du wirst sofort, das ist ja nicht erst nach 10 Jahren, sofort wirst du eine Änderung verspüren. Du wirst merken, das Gebet ist irgendwie auch klitzeklein, aber irgendwie besser geworden.
Warum besser? Es schmeckt mehr. Was denkst du, wenn du viel mehr beten würdest, viel mehr Koran lesen würdest? Die Leute, die Sahabe oder Tabi'in haben gesagt, wenn die wüssten, wie köstlich das ist, die Könige würden uns bekämpfen. Was für ein Genuss mussten sie dann empfinden? Aber wir sind zu faul. Und nur weil wir es wissen, dass der Glaube köstlich ist, wird er nicht köstlich werden. Sondern du musst dich bewegen hin zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die nächste Station, darüber sagte Ibn Qayyim rahimahullah, der Unterschied zwischen der Motivation zu Beginn und der Abnahme der Motivation danach. Und davon können wir alle einen Nasheed singen, oder nicht? Wer von uns hat einen exponentiellen Wachstum des Glaubens? Geht immer nach oben. Al-Iman, das ist die Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Steigt und sinkt. Und guckt mal, liebe Geschwister, wie wichtig die reine Aqida ist. Das ist keine Philosophie. Wenn du lernst, Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, wie Imam al-Bukhari rahimahullah sagte, Al-Iman steigt und sinkt, er steigt mit guten Taten und sinkt mit schlechten Taten. Das lernen wir nicht nur, um zu sagen, oh Allah, ich habe jetzt die Aqida gelernt, sondern um uns zu retten. Dass du weißt, wie du funktionierst, dass du die Hoffnung nicht verlierst, wenn dein Iman gesunken ist, dass du weißt, geht wieder auf. Geht wieder auf. Ich brauche eine Phase, aber es geht wieder auf. Jeder Händler, der Aktien handelt, wenn der die Kurve nach unten sieht, dann weiß er, okay, so was gibt es im Aktienhandel. Der wird ja nicht gleich einen Schlaganfall bekommen, außer es geht wirklich ganz nach unten und er hat alles verloren. Aber dass die Kurve mal sinkt, das ist ja was Normales, oder? Man weiß es. Freut man sich, dass es gesungen hat? Ja, es ist gesungen. Nein, man freut sich nicht. Und genauso ist es mit deinem Glauben. Du wirst dich jetzt nicht freuen. Ja, Iman ist weniger. Aber du weißt, es ist nicht vorbei. Ich bin nicht tot. Mein Herz pocht noch. Und es wird wieder aufsteigen. Ich muss aber was tun. Genauso wie der Händler. Der Händler muss jetzt gucken. Diese Firma. Produktion erhöhen und Marketing verbessern, Allahu a'lam, was sie machen müssen. Auf jeden Fall müssen sie was tun, damit die Aktie steigt. Und so ist dein Iman. Du musst jetzt was tun, damit dein Iman wieder steigt. Al-Junaid, rahimahullah ta'ala, den haben wir jetzt öfter gehört. Ja, wie gesagt, das ist ein Experte in diesem Fach. Al-Junaid, rahimahullah, sagt, wa shawqah ila awqatil bidayah. Subhan. Dieses Wa und dann irgendein Wort und dann am Ende Elif und Ha. Wa Islamah zum Beispiel ist ein Hilferuf oder ein Ruf nach. Also es birgt Trauer. Wa Shawqah. Er sagt, oh, wie sehr ich Sehnsucht, Schauk ist Sehnsucht, so, wie sehr ich Sehnsucht habe nach was? Nach den Momenten des Anfangs. Das sagt ein großer Gelehrter über Erziehung, über Läuterung, über die Reinigung der Herzen. Ein Fachmann in seinem Gebiet. Er sagt, würde ich doch wieder diese ersten Momente, wo man das erste Mal so drin war und Anfang gebetet hat. Und das erklärt dir was, das ist normal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, inna li kulli amilin shirra wa li kulli shirratin fatra. Das ist ein Gesetz in der Erziehungswissenschaft. Jeder Handelnde hat einen Motivationsschub. Und jeder Motivationsschub hat mal eine Pause.
Das ist normal, wir sind Menschen. Es kann nicht immer die Beschleunigung weitergehen. Das ist nicht normal. Sowas gibt es nicht. Und deswegen hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, wenn ihr merkt, dass ihr beim Koran lesen müde werdet, also der Motivation, der Motor, der Tank ist leer, macht eine Pause. Zwing dich nicht, wenn du merkst, der Tank ist leer. Mach eine kurze Pause. Warum? Damit du keine Abneigung empfindest. Das Problem ist, wenn die Pause zur Regel wird, wie bei uns, möge Allah uns vergeben. Wenn die Pause zur Regel wird und der Motivationsschub nur ein Moment ist, dann ist der Motor natürlich kaputt. Also wenn du ein Auto hast, ja, und auf einmal fährt es die ganze Zeit nur noch 30, wie manch einer, ja. Es fährt dann nur noch 30 und normalerweise fährt das Auto 100, 200, es will nicht mehr. Ist das normal? Sagt einer, oh ja, es fährt doch. Bist du dann zufrieden mit deinem Auto? Sagt, fährt es oder steht es? Es fährt doch, oder? Also was willst du denn mehr? Jeder normale Mensch sagt, hör mal zu, das Auto fährt nicht die ganze Zeit 30. Gib Gas, es geht nicht, beschleunigt nicht mehr. Dann ist dann Fehler drin. Normalerweise, wenn du Gas gibst, beschleunigt es. Wenn du Koran liest, beschleunigt es. Wenn du betest, beschleunigt es. Bei mir tut sich nichts. Ich lese, der Motor ist kaputt. Was ist mit dem Motor? Der ist verrostet. Da sind zu viele Sünden anscheinend, die die Beschleunigung verhindern. Also musst du aufhören zu sündigen. Zumindest weniger sündigen. Versuch das mal. Ach so, darf ich also eine Sünde weiter? Nein, darfst du nicht. Aber die Regel im Islam lautet wie? Man soll Nutzen maximieren oder Schaden minimieren. Wenn ich den Schaden nicht ganz beseitigen kann, zumindest minimieren, also weniger machen. Und genauso ist es in der Erziehung. Ich habe jetzt meine Sünden, möge Allah uns vergeben. Ja, dann mach sie weniger. Darf ich sie machen, also einmal die Woche? Nein, darfst du nicht. Du wirst ja doch von mir nicht hören, das ist auch falsch. Also nicht, weil einige sagen, wir müssen jetzt mal erziehen. Ich sagte mal, okay, guck mal, ein Glas Rotwein in der Woche nur noch, ja? So darfst du nie Dawa machen. Was ist denn das? Nicht, dass jemand kommt und sagt, aber Al-Quran hat doch auch Dawa so gemacht. Ja, Al-Quran, als er noch nicht komplett war. Aber dann kam die Ayah, heute habe ich euch die Religion vervollständigt. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr sagen, es ist erlaubt, erst einmal unbetrunken sollst du beten. Nach dem Gebet trink, wie du willst. Hauptsache, du betest nicht betrunken, weil ja die Ayah heißt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid. Diese Ayah wurde aufgehoben, abrogiert. Die lesen wir, aber sie wird nicht umgesetzt. Aber wenn jetzt der Sünder, derjenige, der die Sünde begeht, der kommt nicht weg von dieser Sünde, dann soll er zumindest weniger sünden. Die Sünde wird nicht halal, aber er soll weniger sündigen. Und die Dosis der Ibadah steigern, und so wird der Motor wieder etwas mehr beschleunigen, bis er wieder Fahrt aufnimmt. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, sagt Ibn al-Qayyim, ging an bei einem Mann vorbei, während er weinte aus Furcht vor Allah. Da sagte Abu Bakr, so waren wir zu Beginn. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagt, so waren wir zu Beginn. Müssen wir jetzt Ayat al-Kursi lesen oder so, die Shayatin austreiben, ja? Bismillah. Und das ist aber, warum ist das wichtig für uns? Dass wir wissen, das ist normal.
Weil einige denken, Allah, guck mal, ich habe den ersten Ramadan hammer gefastet, danach nie, ich bin für Jahannam erschaffen worden. A'udhu billah. Warum denn das? Du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, der ernsthafte Strebende, nach Allah strebende, fattalibul jaddu, also der ernsthafte Strebende, muss mal Pausen haben. Also Phasen der Schwäche, der Motivationsschwäche, das meine ich. Pausen, also Phasen der Motivationsschwäche, sodass er während dieser Motivationsschwäche Sehnsucht hat nach Motivation. Er sehnt sich nach den anderen Zeiten der Motivation. Und das ist eben, warum hat uns Allah so erschaffen, dass wir es aushalten. Ausdauer, das weiß jeder, wenn du lange joggen musst, schwimmen musst, rennen musst, schreiben musst, lesen musst, egal was du machst, muss immer eine Pause einlegen. Weiß ja jeder, oder nicht? Anstrengende Sachen. Pause, 5 Minuten, dann mach weiter. So sagt Ibn al-Qayyim rahimullah, dass also die Schreitenden, also zu Allah azza wa jal, Pausen einlegen müssen, ist unabdingbar. So, und jetzt kommt ein wichtiger Satz aus. Ist das irgendwie ein Mikrofon? Sie sind alle draußen, oder? Aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn nun, Achtung, die Motivationsschwäche, die Pause, ihn zu Gutem führt, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und wenn es ihn aber zu Schlechtem führt, dann ist er auf einem schlechten Weg. Was soll das heißen? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ja zu Hanzala, Hanzala radiallahu an, der Gefährte, sagte ja einst zu Abu Bakr as-Siddiq, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen, dann ist es so, als ob wir die Hölle und das Paradies sehen können mit unseren Augen. Wenn wir dann wieder bei unseren Familien sind und bei unserer Arbeit sind, dann ist es nicht mehr so. Da sagte Abu Bakr radiallahu an, das Gleiche empfinde ich auch. Also sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm das geschildert. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr zu Hause und auf der Arbeit so bleiben würdet wie bei mir, dann würden die Engel euch auf den Straßen die Hände schütteln. Aber einen Moment so und einen Moment so. So, was heißt dieses einen Moment so und einen Moment so? Also ein Moment Pause, Motivationsminderung. Heißt das einen Moment sündigen? Nein. Einen Moment erlaubt es tun. Erlaubt es. Aber nicht verbotenes. Und hier sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, wenn also seine Pausen nicht mit Sünden gefüllt werden, dann hat er die Hoffnung, dass er wieder motiviert wird. Wenn aber die Pausen mit Sünden vollbracht werden, dann wird was eine Strafe sein, dass Allah dich hindert daran, motivierter zu werden. Das bedeutet, wie ich vorhin sagte, weniger sündigen stärkt die Motivation. Weniger sündigen, das wird dazu führen, dass du mehr Gutes tun wirst. Mehr Gutes tun, das wird dazu führen, dass du diesen Glauben schmecken wirst. Schmecken wirst. Umar radiallahu anh sagt, diese Herzen haben eine Hinwendung und eine Abwendung. Wenden sich hin und wenden sich ab. Wenn sie sich hinwenden, dann nutzt sie für Freiwilliges, eure Herzen. Nutzt die Zeit. Du fühlst Power. Boah, jetzt könnte ich eine Stunde Koran lesen. Lies. Bismillah, jetzt geht's los.
Du hast dieses Fenster bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Motivationsschub. Ja, okay, morgen. Ja, morgen ist dieses Fenster wieder dicht. Du hast Zeit, du hast deine Pflichten erledigt und so weiter. Und du fühlst Motivation, mach mehr. Und wenn sie sich abwendet, also die Motivation sich abwendet, dann fesselt sie eure Herzen mit den Pflichten. Heißt was? Also dann bändigt sie durch die Pflichten. Nicht, dass ihr dann sündigt. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich habe aber gesündigt, bereue, kehre zurück zu Allah Azza wa Jal und fang wieder an. Der Lügner, sagt Ibn al-Qayyim, der kehrt ab für immer und ewig. Der war gar nicht wahrhaftig dabei. Der war gar nicht ernsthaft dabei. Der wird das als Ausrede nehmen. Ja, ich bin müde geworden. Ja, und jetzt? Wir alle werden mal müde. Du hast jetzt 5 Monate, 10 Monate, ein Jahr kein Qiyamul Layl gemacht. Ja, und jetzt? Mach mal wieder Qiyamul Layl. 2 Raka. Punkt, aus, Ende, Schluss. Ja, was ist, wenn ich wieder ein Jahr? Ist egal, mach jetzt. Vielleicht stirbst du in einer Sajda. Gibt ein Sheikh hat eine Geschichte erzählt. Und zwar gab es jetzt in unserer Zeit in einem Land, in Ägypten, gab es eine Moschee und der Imam war nicht da. Es war jetzt eine Stadt ab, also ein Dorf, sagen wir es mal so. Und der Imam war nicht da und da gab es jemand, der hatte einen Bart. Aber der war kein Wissender. Aber viele denken, wenn du einen Bart hast, bist du Sheikh. Bist du Imam? Bist du gelehrt? Dann haben sie ihn angeschaut. Gehst du hoch? Ich? Ja, ja, du. Ich kann das nicht. Ich weiß, was soll ich denn da sagen? Doch, doch, guck mal, du hast einen Bart. Ich habe einen Bart, aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Auf jeden Fall hin und her, hin und her. Da gab es einen älteren Mann, der hat gesagt, guck mal, jetzt wollt ihr jetzt die ganze Zeit streiten? Geh ich halt hoch, was soll ich denn machen? Ich bin auch kein Imam und du willst nicht. Geh doch hoch. Nein, ich kann es, ich gehe da nicht hoch. Ja, dann ist er hochgegangen. Gesagt, Bismillah, Alhamdulillah. Der Islam hat 5 Säulen. Das Glaubensbekenntnis, das bedeutet, wir sollen nur Allah anbeten. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist der Gesandte Allahs. Und wir müssen beten, am besten in den Moscheen, die 5 Gebete. Und wir müssen unsere Zakat bezahlen. Wer Geld hat, der muss Zakat zahlen. Und Ramadan müssen wir die Tage fasten. Und einmal im Leben müssen wir Pilgerfahrt begehen. Also vollziehen. Hat er sich hingesetzt. Und da kommt jetzt die nächste Rutbe. Aber er ist nicht mehr aufgestanden. Er ist gestorben. Auf dem Mimbar. Was ist das für ein Geschenk? Er war kein Imam, kein Prediger. Er hat nie eine Khutbah gehalten. Nie. Dann hat man gefragt, was ist denn das für ein Mensch? Da muss doch irgendein Geheimnis dahinter stehen. Dann haben sie gesagt, dieser Mensch hat immer zu Allah aufgerufen. Egal, wen er sieht, mein Junge. Guck mal, bete doch. Guck mal, hör doch auf zu rauchen. Zudem, vergiss nicht zu spenden. Das war's. Der hat immer Da'wah gemacht. Jeden, den er getroffen hat, hat er ihm guten Ratschlag gegeben. Als Geschenk hat ihm Allah so ein Ende gegeben. So ein Abzeichen. Er wird so auferstehen. Er steht auf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was ist denn los hier? Das ist Qiyama. Ein anderer Scheich erzählt, möge Allah uns ein gutes Ende geben. Da gab es einen Mann, der ist zu Hajj gegangen. Und dieser Mann raucht. Und der hat, das muss man sich mal vorstellen, seine Shisha mitgenommen. Und der Scheich, dann hat er einen bekannten, berühmten Scheich gefunden. Herr Scheich, wie geht's? Und so weiter und so fort. Und dann der Scheich sagt ihm, rauchst du? Ja, Sheikh. Aber sag mir, was ich tun soll. Ich mach, was du. Hat gesagt, erstens, diese Shisha, schmeiß sie bitte weg. Hallo, du bist hier im Hajj. Alles klar. So, weggeschmissen die Shisha.
Was soll ich tun? Ja, komm, darf ich bei dir bleiben, bei der Pilgerfahrt? Ja, alles klar und so weiter. Al-Muhim, die haben dann die Pilgerfahrt gemacht. Und dann waren sie alle fertig und dann sagte Herr Sheikh, dürfen wir noch einmal bei der Kaaba beten? Da, wo Hijr Ismail, kennt ihr diesen Halbkreis? Das ist, also da ist ja immer noch die Kaaba. Ist zwar nicht gebaut, ja, früher war sie ja so. Auf jeden Fall sagt er, das war wohl in einer Zeit, da konnte man da noch beten. Ja. Aber wie gesagt, auch Neuzeit. Wir reden hier nicht von Tabi'in und so. Shisha gab es ja vorher nicht. Auf jeden Fall sagt der Sheikh, sagt, guck mal, wir sind so müde jetzt. Alhamdulillah, wir, Allah ibarik, wir haben Hajj gemacht und so. Lass uns gehen. Sagt der Sheikh, nur noch einmal bitte, komm mit mir. Wir beten zwei Raka und dann gehen wir. Dann ist der Sheikh mit ihm gegangen. Und dann kamen sie rein zu diesem Hijr Ismail drinnen. Und dann haben sie gebetet und er ist von seinem Sujud nicht mehr aufgestanden. Nicht der Sheikh, der andere. Der Sheikh sagt, ja Rabbi, und ich? Ich will auch so liegen. Dieser Mensch hatte wohl eine Reue. Er hat ihm gesagt, ja Sheikh, sag mir, was ich tun soll. Ich mache alles, was du willst. Er war vielleicht sein Leben lang schwach, hatte diese Sache, aber dann gab es einen Motivationsschub von Allah. Wie kommt sowas? Ein Motivationsschub, genau, Timing zum letzten Moment. Vielleicht hatte er irgendeine gute Tat für Allah so aufrichtig getan, dass Allah ihm dies mit so einem schönen Ende neben der Kaaba, vor der Kaaba, im Sujud, nimmt Allah ihm seine Seele. Subhan. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Also es gibt den Lügner und es gibt den Wahrhaftigen. Der Lügner, der nimmt diese Pause als Ausrede für den Rest seines Lebens. Ich kann nicht in die Moschee. Ja, die Frau sagt, Al-Hijab geht doch nicht. Und dann bleibt man mit dieser Ausrede, versuch's doch noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ich kann doch nicht jedes Mal aufhören. Das stimmt, du kannst nicht jedes Mal aufhören, aber was sollen wir denn tun? Du hörst jedes Mal auf, aber verlier nicht die Hoffnung, mach weiter. Zeig Allah, dass du es ernst meinst. Zeig Allah, dass du gerade im Krieg bist mit dem Shaitan. Und dass du die Front nicht verlassen. Dass du standhaft bleibst, selbst wenn die Sünde bleibt und du zeigst aber jedes Mal, dass es dir leid tut. Schau dir an, dieser Mann hat so ein schönes Ende gehabt und starb vor der Kaaba. Dann erwähnt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala die Station der Reinheit, As-Safa. Und hier zitiert er wieder Al-Junayd, rahimahullah ta'ala, und sagt, Al-Junayd sagte stets, unser Wissen ist abhängig bzw. geordnet von Koran und Sunna. Wer den Koran nicht kennt und den Hadith nicht geschrieben hat, also nicht beschäftigt hat und sich nicht und nichts gelernt hat, also Fiqh gelernt hat, der soll uns nicht, dem soll man nicht folgen. Also wieder einmal, hatten wir jetzt schon öfters diese Aussage, dass dieses Wissen, wie gelange ich zu Allah, abhängig ist von Koran und Sunnah, vom Verständnis der Religion. Nun sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, wenn man ein richtiges Verständnis hat, wenn man sich an Koran und Sunna hält, was ist nun die Auswirkung? Benehmen gegenüber Allah und seinem Gesandten, sowohl innerlich als auch äußerlich. Er sagt, sodass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam als deinen Gelehrten nimmst, von dem du lernst. Aber eben nicht nur wie ich bete und faste, wie bändige ich meinen Zorn, wie kann ich nachsichtig sein,
Wie kann ich dafür sorgen, dass ich niemanden beneide? Wie kann ich liebevoll sein? Auch diese Aspekte des Benehmens eben müssen wir vom edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen. Und dann sagte er, möchte ich euch ein Gleichnis geben. Von wem? Von demjenigen eben, der diese Sehnsucht hat nach Allah azza wa jal. Diese Sehnsucht nach dem Lohn Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, stellt euch vor, es gibt ein Volk, das lebt in Wonne. Also die haben alles, was man überhaupt möchte. Die beste Kleidung. Und sie sehen gut aus. Und als sie gefragt wurden, diese Menschen, also diese, es gibt ein Volk und von diesem Volk kamen dann ein paar Leute zu einem anderen Volk. Denen geht es nicht immer gut. So, und jetzt fragten sie diese schönen, gut angezogenen, noblen Leute, woher kommt ihr, wer seid ihr? Dann sagten sie, wir kommen aus dem besten Land überhaupt, in dem es alles gibt. Die Luft ist die schönste Luft und wir haben die meisten Früchte und die Temperatur ist bei uns immer sehr gut und die Menschen sind sehr, sehr edel und selbst unser König ist ein gerechter König und hat Zeit für sein Volk und so weiter und so fort. Also ein, nennt man das Schlaraffenland? Also auf jeden Fall, oder Utopia, ja, also gut, so utopisch ist es ja nicht hier um Al-Qiyam, wie wir sehen werden. Aber in der Dunya vielleicht. Jetzt sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, wenn diese Leute, die Reisenden aus dem Schlaraffenland, sie einladen, kommt doch zu uns, lebt mit uns, dann gibt es unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Standpunkte. Der erste Standpunkt ist derer, die sagen, nein, wir bleiben hier. Die sagen, den hört nur zu, wir haben dort alles. Guckt mal, ihr seid krank, wie seht ihr aus, wie seid ihr gekleidet, ihr habt nichts, Dürre, nichts, ihr habt kein Obst, ihr habt gar nichts, kommt doch zu uns. Die sagen, nein, nein, wir sind hier geboren, wir sterben hier, wir wollen nicht gehen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe ist jene, die sich gesagt haben, wäre eine Idee. Gut, oder? Das heißt, die denken sich, ja, wir würden gerne gehen, aber die anderen haben sie wieder demotiviert. Ach was, warum wir jetzt eine Reise machen und warum und es wird anstrengend, die Reise und so weiter. Also sind sie doch nicht gegangen. Sie würden gern, haben sich aber abirren lassen. Die dritte Gruppe ist die Gruppe, die gesagt hat, nein, nein, da gehen wir hin. Da müssen wir hingehen, aber sie gehen ganz, ganz langsam. Ganz langsam. Und die vierte Gruppe, das sind diejenigen, die dorthin eilen. Und jetzt sagt Ibn al-Qayyim, je nachdem, wie sehr man sich diese Stadt vorstellt, wird auch das Tempo sein. Stell dir mal vor, du weißt, du bekommst etwas Besonderes, ob Geld oder in Gegenstand oder so, wie ein Geschenk. Und das Geschenk, du weißt, was das Geschenk ist und du weißt, du magst es und es ist super und du bist dann super glücklich. Wirst du dann dieses Geschenk schnell haben wollen oder ist es dir egal wann? Manchmal, wenn per Post was kommt, dann regen wir uns auf, oh, der Postbote hat es doch nicht abgegeben, der hat nur einmal geklingelt. Wie kann er nur, der hätte doch noch mal ein zweites Mal, ich war am Schlafen und so. Und dann er regt sich auf, warum, ist jemand gestorben? Nein, aber ich wollte doch unbedingt heute noch dieses Paket bekommen. Das ist für die, die einschlafen, glaube ich, so eine Aufweckfunktion. Ja. Oder damit wir immer dicker machen. La ilaha illallah. Auf jeden Fall, das heißt, also selbst bei Paketen
wollen wir? Und dann guckst du, ja, jetzt gibt es ja auch sogar dieses Tracking und oh, noch 10 Stops. Uiuiui, jetzt sind es nur noch 6 Stops. Uiuiui, jetzt. Man macht sich wahnsinnig. Ich will das Paket jetzt machen. Warum? Weil du weißt, was da drin ist. Weil du weißt, wie glücklich du sein willst. Weil du weißt, wie herrlich es sein wird. So, Ibn al-Qayyim sagt jetzt, das Paradies ist ja nie zu vergleichen mit so einem, selbst wenn es wo sowas gäbe, was es nicht gibt auf dieser Welt, aber wenn es so ein Schlaraffenland gäbe, wäre das Schlaraffenland nichts gegen das Paradies. Nun sind einige da, die wollen sich nicht bewegen hin zum Paradies. Die anderen wollen sich bewegen, der wollte zur Moschee, aber dann lässt er sich abirren. Nee, zur Moschee haben wir eigentlich Freitag, jetzt an einem anderen Tag. Ja? Ist jetzt Jumu'ah oder was? Willst du jetzt jeden Tag in die Moschee oder was? Ah, so, Allah hat recht. Lässt sich abirren. Oder einlesen. Du bist jetzt ein Sheikh geworden oder was? Was machst du? Oder sogar animieren zur Sünde. Und dann lässt man das zu. Die anderen, die sagen, nein, nein, jetzt ist meine Zeit zum Koran lesen. Ich muss jetzt Koran lesen. Ich muss jetzt meinen Dhikr, ich muss jetzt beten. Ich muss, heute habe ich meiner Mutter noch gar nichts, noch keine Freude bereitet. Das muss ich jetzt noch machen. Das heißt, er hat seinen Plan, aber er macht wenig. Er ist nicht so schnell. Der andere, der will sofort zum Paradies. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah auch hier an dieser Stelle, das hatte ich glaube ich letztens auch erwähnt, einige Herzen schwirren um den Thron Allahs herum und einige Herzen schwirren um den Abfall der Dunya herum. Je nachdem, mit was du dich beschäftigst, je nachdem, welche Motivation du hast. Wenn du an Allah denkst, dann schwirrt dein Herz um den Thron Allahs herum. Du denkst an das Paradies, du denkst an das Angesicht Allahs, möge Allah uns sein Gesicht sehen lassen. Und die anderen denken nie an Allah, möge Allah uns davor bewahren. So sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, so schau dir die Motivation des Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anh an, der gesagt hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, wünsch dir was? Da sagte er, ich wünsche mir, dich im Paradies zu begleiten. Und Ibn al-Qayyim sagt, andere wiederum hätten ihn um was anderes gefragt, um etwas, das seinen Magen füllt oder seine Haut bedeckt, also Kleidung, entweder Essen oder Kleidung. Und er war Jugendlicher, er war jetzt kein alter Mensch. Aber er wusste, das Schönste, der größte Genuss ist, mit dem Propheten zu sein. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, heißt das, wir sollen uns lebendig begraben, wir sollen nicht mehr leben, wir sollen keinen Spaß mehr haben am Leben, ganz im Gegenteil. Du sollst Spaß am Leben haben, im Rahmen dessen, was Allah dir erlaubt hat. Und Allah hat dir mehr erlaubt, als er dir verboten hat. Guck mal die Getränke jetzt zum Beispiel. Du darfst Milch trinken, Saft trinken, Apfelsaft, Orangensaft, Kiwisaft, Ananassaft und du kannst jetzt aufzählen, was du willst. Dann die Teesorte und dann bitteschön die Kaffeesorte. Du hast Latte Macchiato, du hast Cappuccino, Espresso Macchiato, was gibt es noch alles? Frappé, das Ganze nochmal kalt, das Ganze nochmal mit Eis, die Eissorten, bitteschön. Okay, schau auf. Nein, es muss Wein sein. La ilaha illallah. Warum denn das? Du kannst ein Steak haben, Lammhüftsteak. Was gibt's noch? Rückensteak. Was gibt's noch? Bitte was? Das kann ich nicht aussprechen. Schmeckt bestimmt gut. Nein, es muss Schweinefleisch sein. Subhanallah.
Yani, guck, Allah Azza wa Jalla hat dir viel mehr erlaubt, als er dir verboten hat. Aber Shaitan lässt uns in einem Rausch, dass wir sagen, nein, das Verbotene will ich. Das heißt, der Muslim genießt sein Leben. Warum soll er es denn nicht genießen? Hat Allah ihm alles verboten? Du darfst nichts trinken, nichts essen, nicht atmen, nicht anziehen? Du darfst viel mehr, also du kannst viel mehr Spaß haben. Aber es gibt ein paar Sachen, wenige, kannst du auf einer oder also mit zwei Händen zählen, die Dinger, die sind haram. So, das war's. Aber nein, wir wollen unbedingt al-haram, weil wir so schwach sind, möge Allah uns bewahren. Und dann sagt Ibn al-Qayyim, und schau dir die Motivation des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, als ihm die Schlüssel der Schätze der ganzen Welt angeboten wurden. Und jetzt sagt Ibn al-Qayyim, und du musst wissen, er hätte sie, wenn er es genommen hätte, alles für Allah ausgegeben. Für die anderen, die dann kommen, ja, nein, ich nehme es und gebe es für Allah aus. Dann wollte er aber nicht. Er war so motiviert, dass er viel mehr wollte als nur diesen weltlichen Schatz. Er sagte sich, nein, will ich nicht. Ich will nicht reich sein. Guck mal, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie hat er gelebt? Das heißt nicht, du darfst jetzt nichts mehr essen. Aber das bedeutet, er war der glücklichste Mensch. Seine Wohnung war winzig klein. Wenn er Sujud machen wollte, musste Aisha radiallahu anha ihre Beine heranziehen, damit er sich niederwerfen kann. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Wochen kein Essen gekocht. Es wurde kein Feuer angemacht bei ihm. Es gab nichts zum Kochen. War er der glücklichste Mensch oder nicht? Guck mal, wie viel Feindschaft er hatte. Wie viele seine Kinder sind gestorben. Allesamt in seinem Leben, außer Fatima, radiallahu anha. Er hatte seine Eltern verloren. Er wurde vertrieben. Hast du so viele Probleme? Möge Allah uns bewahren. So viele Probleme haben wir nicht. Und trotzdem war er der glücklichste Mensch. Warum? Er wusste, das ist hier nur eine Prüfung. Das ist eine Station. Wenn die Bushaltestelle nicht so komfortabel ist, ist das für dich der Lebensuntergang? Weltuntergang? Jammerst du den ganzen Tag? Du bist auf dem Weg zum Urlaub. Auf den Malediven. Oder Allahu a'lam wo. So. Und jetzt, du fährst jetzt und da ist jetzt eine Bushaltestelle, die ist nicht so dicht, ja, da tropft es und Allahu a'lam, von mir aus, der Müll liegt da rum, ist ein bisschen auch schlechter Geruch und so weiter und so fort. Verdirbt dir das den Urlaub? Verdirbt dir das diese Sehnsucht nach dem Urlaub? Oder sagst du, 2 Minuten kommt der Bus? Stell dir mal vor, jetzt kommt er, guck mal diesen Müll an, guck mal das, hey, hier tropft, das gibt's doch nicht, guck mal das, guck mal dies, guck mal das. Da wirst du, was wird jeder normale Mensch sagen auf dem Weg zum Urlaub? Da wird er sagen, guck mal, wir sind gleich am Strand, denk doch an das Meer, wie klar das ist, wie ein Schwimmbad, oder nicht? So lebt der Muslim. Es tut mir weh, ich habe kein Geld, es ist mir ein Problem, ich habe Kummer. Habibi, ist nicht mehr lang. Im Gegensatz zum Gender natürlich, Unendlichkeit. Lebst du noch 100 Jahre? In 100 Jahren weiß kein Mensch mehr, dass du überhaupt auf der Erde warst. In 100 Jahren bist du wirklich Geschichte. Vielleicht bist du nicht mal Geschichte. Möge Allah unseren Namen vor der höchsten Schar ehren. Darum geht es. Das heißt, der Muslim sagt sich, okay, hier bin ich ein paar Minuten, bis ich sterbe. Und wenn es 80 Jahre noch sind, 100 Jahre noch sind. Aber da ich die ganze Zeit ans Paradies denke, kann ich diese Lage ertragen. Das ist der Genuss des Glaubens.
Das ist dieser Geschmack des Glaubens, der dich das ertragen lässt an Schicksalsschlägen, Problemen, Bedürfnisse, die du hast, die du nicht erreichen kannst in deinem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein schönes Ende geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Leben beenden mit den besten Taten. Möge Allah azza wa jalla unsere besten Taten, die letzten Taten sein lassen und die schönsten Momente, jene Momente sein lassen, in denen wir Allah begegnen. Möge Allah azza wa jalla uns erlauben, die höchsten Stufen des Paradieses in die höchsten Stufen des Paradieses einzutreten. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.